Hallo und herzlich willkommen. Heute stricken wir wieder, und zwar diese wunderschönen Mini-Zöpfchen. Sie bestehen aus zwei Reihen und eine Maschenzahl teilbar durch 6 plus 3 plus 2 Randmaschen. Ich habe 23 Maschen aufgenommen. 23, weil wir gesagt haben, teilbar durch 6. Ich habe es mal 3 genommen, sind 18. Plus 3 Maschen, die wir einmalig aufnehmen, damit unser Muster aufgeht. Das sind 21. Plus 2 Randmaschen, 23. So, jetzt stricke ich eine Rückreihe, die ich einmalig machen werde, damit ich das Grundmuster festlege. Und ab dann fangen wir mit unserem Muster an. Randmasche stricke ich rechts. Und nun abwechselnd 3 Maschen rechts und 3 Maschen links. Und wieder 3 Maschen rechts, 3 Maschen links, 3 Maschen rechts, 3 Maschen links, und die Reihe endet mit 3 Maschen rechts und der Randmasche, die ich rechts stricke. So, und jetzt fangen wir mit unserem Muster an. Das heißt, wir zopfen jetzt eine Randmasche, die stricke ich wieder rechts. Ihr könnt es machen, wie ihr es gewohnt seid. Weiter geht es mit 3 Maschen links. So, und nun brauchen wir eine Hilfsnadel. Ich nehme 2 Maschen auf meine Hilfsnadel, steche diese hinten ein, damit ich die Maschen nicht verliere, stricke eine Masche rechts. Und jetzt kommen die Maschen von der Hilfsnadel zurück auf die linke Nadel. Und die werden rechts gestrickt. Weiter geht's mit 3 Maschen links. Und wieder zopfen. 2 Maschen auf die Hilfsnadel, hinter die Arbeit einstechen. Eine Masche rechts. Die Maschen von der Zopfnadel zurück auf die linke Nadel und beide Maschen rechts stricken. Und weiter geht's wieder mit 3 Maschen links. Und wer keine Lust hat, ständig eine Hilfsnadel zu benutzen, weil die Abstände jetzt sehr kurz sind, kann Folgendes machen. Die 3 rechten Maschen, die verzopft werden sollen, von der Nadel fallen lassen. Mit der linken Nadel die ersten beiden Maschen wieder aufnehmen. Und mit der rechten Nadel die 3. Masche zurück auf die linke Nadel bringen. Und schon haben wir gezopft. Jetzt werden die 3 Maschen wieder ganz normal rechts gestrickt. Und enden tut die Reihe mit 3 Maschen links. Ich zeige euch das gleich nochmal. Und meine Randmasche, die ich wieder rechts stricke. So, Arbeit wenden. Jetzt kommt die 2. Reihe und hier werden alle Maschen so gestrickt, wie sie erscheinen. Das heißt, die Randmasche und jetzt 3 Maschen rechts, 3 Maschen links, 3 Maschen rechts, 3 Maschen links. Und das ist eigentlich auch schon unser Muster. So, enden tut die Reihe mit 3 rechten Maschen und der Randmasche. Jetzt zapfe ich noch einmal mit euch hier, damit ihr seht, wie einfach das geht ohne Hilfsnadel. So, die Randmasche und 3 Maschen links. Jetzt die 3 Maschen, die verzapft werden sollen, von der Nadel fallen lassen. Ich nehme mit der linken Nadel die ersten beiden Maschen auf, mit der rechten Nadel die 3. Masche, die kommt zurück auf die linke Nadel und jetzt werden alle 3 Maschen rechts gestrickt. Und weiter geht's mit 3 Maschen links und wir zopfen wieder. 3 Maschen fallen lassen, die ersten beiden aufnehmen. Mit der rechten Nadel die 3. Masche
auf die linke Nadel bringen. Und wieder 3 Maschen rechts. Drei Maschen links. Und jetzt wird wieder gezupft. 3 Maschen fallen lassen, die ersten beiden mit der linken Nadel aufnehmen. Die dritte mit der rechten Nadel zurück auf die linke bringen. Und rechts stricken. Drei Maschen links und die Randmasche. So, Arbeit wenden, die Rückreihe wieder so stricken, wie die Maschen erscheinen. Und das ist unser Muster. Und so sieht es aus, wenn es größer wird. Es ist ein schönes Muster, es lohnt sich, das auszuprobieren. Bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren, es werden viele Muster noch folgen. Und ich wünsche euch wieder ganz, ganz viel Spaß dabei. Vielen Dank, tschüss.